Der HC Bozen Südtirol trifft auf den Tabellenführer EHC Lieves Black Wings Linz. Die Südtiroler zuletzt mit dem Overtime-Sieg gegen Salzburg zeigten sich in den letzten Wochen sehr heimstark. In der Eiswelle gab es 4 Siege in Folge. Aber der Tabellenführer in bestechender Form zuletzt mit dem 10:0 gegen Ljubljana. Zum ersten Mal seit 13 Jahren gewannen sie zweistellig. Und auch die ersten beiden Duelle zwischen diesen beiden gingen an die Stahlstädter, die auch die erste Chance in diesem Spiel hatten. Aber insgesamt der HCB mit einem guten Auftritt in den Anfangsminuten kamen hier zu guten Chancen durch Mac, Monegal und Palmieri. Wenig später dann eine schöne Einzelleistung von Matt Pope, der sich dann aber nicht durchsetzen kann. Und nach gut 10 Minuten warten die Stahlstädter plötzlich auf. 1:0, Andrew Kozak, der Top-Torschütze der Liga, trifft erneut. 18. Tor für den Kanadier nach 11 Minuten. Und nur wenige Sekunden später war es Robert Lukas mit dem 2:0. Die schossen sich jetzt hier richtig warm. Erstes Tor für den 37-jährigen Oldie. Wiederum nur 6 Minuten später legten sie sich die Scheibe gut zurecht im Powerplay. Und dann kommt von hinten Sebastian Piché rangerauscht nach Assist von Brad McLean. Mit 3:0 ging es dann also erstmal in die Drittelpause. Da kam aber Bozen gut raus aus der Kabine. Alex Foster verkürzt auf 1:3. Und auch in der Folge hatten sie ihre Chancen. Taylor Voss probiert es hier mal. Und wenig später Brad Fleming aus der Distanz. Michael Usas war bestens aufgelegt im Tor der Oberösterreicher. Dann kam wieder der HCB, aber die Scheibe wollte nicht rein bei diesem Versuch von Matt Pope ebenso wenig wie auf der Gegenseite bei Kozak. Dann sind wir schon kurz vor Ende des zweiten Drittels. Und der passt dann auch wieder. Jason Ulmer mit dem 4:1. Der nächste Oldie trifft und stellt den alten Abstand wieder her. Im letzten Drittel wieder der HCB, die deutlich mehr Torschüsse hatten in dieser Partie. 47:19 das Torschussverhältnis am Ende. Kamen dann in der 48. nochmal klasse Pass hier von Matt Pope und Steven Saviano, der Italo-Amerikaner, verkürzt erneut. Die Black Wings versuchten dann noch einmal den alten Abstand wiederherzustellen. Aber Jaroslav Hübel hier mit dem Save. Dann drückte der HCB nochmal so richtig. Die wollten hier um jeden Preis noch was holen. Und sie verkürzten erneut auf 3:4 in diesem Fall durch Alex Foster, der mit dem zweiten Tor. Dann entschied sich Trainer Tom Pokel, den Goalie rauszunehmen und das rächte sich dann am Ende. 10 Sekunden vor Schluss, der Empty Netter durch Daniel Oberkofler. Die Linzer festigen die Tabellenführung. 7 oder 8 Minuten im ersten Drittel haben wir die erste Platzmannschaft dann an der Wand gespielt. Also nicht unbedingt etwas gegen Linz, sondern etwas in dem Sinn, dass wir haben sehr viel Herz, Kampfgeist, Entschlossenheit gezeigt. Pech, schlecht, ein paar unnötige Gegentore im ersten Drittel hat uns vielleicht ein bisschen nervös gemacht und dann waren wir vielleicht ein bisschen frustriert mit den Torchancen. Aber auf jeden Fall von dem Spiellauf, Ablauf her und so weiter, können wir sehr viel Positives mitnehmen, wie viele Chancen wir gehabt haben und wie wir spielerisch mit oder sogar besser als Linz waren. Ich denke, wir haben ein gutes, solides Spiel gezeigt, aber Bozen kam am Ende nochmal, hat viel Druck gemacht. Es war wirklich gut am Ende, dass der Abpfiff kam. In den letzten 10 Minuten hätten beide Teams gewinnen können. Aber unser Goalie und die Defense waren sehr gut. Es war ein super Spiel.